Ja, jetzt sind wir am Stand von Mobijagd, neben mir der Udo Röck, ein Erfinder der ersten Liga. Lieber Udo, was hast du uns mitgebracht? Ja, ich habe euch eine mobile Jagdkanzel mitgebracht, die ich erfunden habe, die eine Schlafkanzel ist, eine Ansitzkanzel und ein Drückjagdbock in einem. Ja? Und ist so leicht gebaut, also das Gesamtgewicht wiegt nur 380 Kilogramm, sodass man das mit einem Quad überall hin leicht positionieren kann, auch im Waldrevier. Jetzt schaut das aber relativ kompliziert und schwierig aus, wahrscheinlich nicht alleine zum Aufbauen. Wie schaut das aus? Das kann sogar eine Jägerin alleine aufbauen und das geht wirklich in Sekunden. Das kann ich euch nachher gerne zeigen oder das seht ihr im Internet in meinen Filmen. Das alles, was einfach ist, ist kompliziert zu entwickeln, aber ich habe es umgesetzt. Da möchten wir jetzt mehr sehen davon. Wenn wir euch jetzt Interesse geweckt haben, dann geht ihr auf die Internetadresse udoröck.de. Da gibt es einen Link, da wird sie weitergeleitet. Da seht ihr alles, was der Udo so erfindet natürlich auch. Oder ihr kommt ganz einfach auf die IWA und lasst euch von Udo natürlich das Ganze zeigen.